Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Harvestella. So. Bye bye. Jetzt will ich meine Waffe aufbessern. Bevor ich wieder nach oben gehe. Und Aria versuche aufzuhalten. Wo ich immer noch der Meinung bin, dass sie wahrscheinlich dann ein Boss wird. Bin nur neugierig. Mit was wird sie kämpfen? Morning! Level 9, was für Rekalkos. Uah. Cheers. Machen wir es erstmal so. So, und wenn ich dann schon hier bin, dann hole ich auch gleich noch für die Gluckel ein bisschen Essen. So, dann zum Eingang. Ah, da lang, genau. Orbitalwiege, ja. Beatrice Wiegenlied. So, hier lang. Ach, jetzt muss ich an den nochmal vorbei. Muss ich jetzt nach F oder G? G, glaube ich, ne? Na, wen hat sie als Leibwächter? Boah, man muss sie natürlich auch übertreiben, oder? Und weg. Nicht mit mir. Oh, Yantus, ich dachte, du wärst aus dem Kollektiv verschwunden. Was machst du hier? Wir sind hier, um dich aufzuhalten. Ah, ich glaube, du wirst feststellen, dass ich hier bin, um euch aufzuhalten. Die Vorbotin hat mich dazu angewiesen, deine Abelfreunde zu vernichten. Das hat Aria gesagt? Ja, die Vorbotin Aria hat die volle Kontrolle. Also, Yantus, wie willst du dich rechtfertigen? Ich weiß, dass wir als künstliche Intelligenz nur funktionieren, wenn wir laufend unserer Korrektheit auswerten. Aber ich denke folgendes. Kallistephos, Korrektheit ist nicht Gott. Solche Dinge gehorche ich nicht. Dies ist mein eigener Wille. Du klingst genau wie Geist früher. Kein Wunder, ihr seid schließlich Modell aus derselben Charge. Aber das ist jetzt auch egal. Du bist defekt, genau wie er. Darum bist du verblendet und hältst dich für einen Menschen. Nun, wenn du Menschen so liebst, dann werde ich deine defekte Persönlichkeit zusammen mit ihnen auslöschen. Nein, 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 nein. Wie soll ich denn das machen? Ja, das ist doch gar nicht möglich. Okay, das ist eine Schwäche. Okay, ja, ja, ist gut.
Lass mich in Ruhe. Ich dachte, das wäre deine Schwäche. So. Nein. Lass mich in Ruhe. Ich muss laufen. Komm, du versuchst mich jetzt nochmal zu erwischen. Halt ihn in der Mitte. Ausweichen. Laufen, 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 laufen. Ah. Laufen, 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 laufen. Lauf, 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 lauf. Komm nochmal hier rein, komm. Ja. Ich mag ihn nicht. So. Yes, jetzt haben wir ihn. Yes! Ha! Unfassbar. Ihr muss es doch auch aufgefallen sein. Ihre unzähligen, unzulänglichen Fähigkeiten. Mit dem Monolith? Ich war von Anfang an dagegen. Wie konnten wir das an Abel übergeben, bevor wir es selbst fertig analysiert hatten? Aber genau das eröffnet doch mehr Möglichkeiten. Als die Menschen der Vergangenheit an die Grenzen ihres Intellekts stießen, vertrauten sie auf Willen und Intuition. Und damit konnten sie aus Träumen Wirklichkeit machen. Und jetzt sagst du, wir seien damit an der Reihe? Ich weiß nicht, Yanthus. Ich weiß nicht, was das für ein Rauschen in meinem Logikschaltung. Ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube, das ist wohl unser einziges Organ, mit dem wir die Realität ändern können. Ich glaube daran, wenn es mir zuflüstert. Glauben, du bist so ein Mensch. Geht weiter, die Vorbotin ist da drüben. Bist du sicher? Ich sage es nur ungern, aber ich muss defekt sein wie diese beiden. Los, geht weiter. Das macht mich zum Verräter. Der Reiniger geht umher und sammelt Verräter ein. Bald kommt er auch mich holen. Gib nicht auf, Kallisthephos. Wenn du deine Verbindung zum Kollektiv trennst. Das kann ich nicht, Yanthus. Dann wäre ich nicht mehr ich selbst. Wir wurden nicht alle mit einem so starken Selbstgefühl wie du programmiert. Aber ich sagte, ihr sollt weitergehen. Gehen wir. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, Mensch zu spielen. Jetzt stelle ich mir die Frage immer noch, wo sind meine ganzen Gruppenmitglieder?
Pause einlegen? Nee. Ich möchte meine Gruppe wieder aufbauen. Oh, ich hätte einfach nur rechts drücken müssen. Ich hab's nicht gesehen. Es hätte so einfach sein können, ne? Ich hab's mir die ganze Zeit so schwer gemacht. Schön. Schön, dass ihr sowas von gekonnt ausgewichen seid. Fernkampfwächter Omen. Da kann ich noch nichts öffnen. Jetzt machen die Gegner auch wieder mehr Sinn. Ich habe mich schon gewundert. Nur weil Aria die Gruppe verlassen hatte, na egal. Aber was hatte der denn als... Ah. Das sind Donnerelemente, ne? Die kann ich doch eigentlich so platt machen. Machen wir es mal so. Ich möchte ihn doch nur platt haben. Den Agatherma, Agatheram. So. Ah, jetzt sind hier Alarm. Ist der Alarm aktiviert? Ah, okay. Boah. Sind die jetzt auch Laser oder? Nein. Gut. Hey, aber da habe ich den Boss ganz alleine besiegt. Ah! Problem ist einfach spitze. Ernsthaft? Oh nein. Greift ja nicht die an. Ich sag's euch. Ich dreh euch den Hals um. Ja, moin. Machen wir erstmal den platt. Ja, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Ich darf durch die Mitte durch. Wow. Oh, das ist jetzt fies. Da muss ich mich jetzt entscheiden. So. Und weg mit dir. Wo geht's jetzt hin? Jetzt bin ich hier. Alarm ist deaktiviert. Das heißt, die werden uns nicht angreifen und wir können hier ohne Probleme durch, ne? Ja.
Okay. Was haben wir hier? An der Wand sind ein Schalter und eine Klappe. Bei der Klappe steht Probe von Lost Gaia. Die Klappe öffnet sich vielleicht, wenn du den Schalter umlegst. Okay. Du legst den Schalter um und die Klappe öffnet sich. Ein kalter Nebel und zahlreiche Zutaten purzeln heraus. Es scheint sich um eine Ernte von Lost Gaia zu handeln. Pulverblatt, Ingwer, Wasabi und verlorenen Reis. Doch mit den Zutaten rollt noch etwas anderes heraus. Es sind gut erhaltene Monster von Lost Gaia. Die Monster sammeln sich kurz und greifen dich dann mit einem Sprung an. Tada! Na komm. Eigentlich war es total dumm von mir, ne? 1800. Und weiter geht's. Zu E. Halt! So, wieder zum Saft wechseln. Hätte mir einiges an Saft ersparen können, ne? Ja, schön. Er greift zwar die Falschen an, aber egal. Egal. Greif einfach die Falschen an. Ernsthaft? Dann gehen wir jetzt mal volles Risiko. Ja. Nein, 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 und tschüss. Hinter dem ist eine Tür. Jetzt gleich an dem vorbei, ne? This one isn't gonna be easy. Ne, an dem kann ich nicht vorbei. An dem muss ich erst umhauen, bevor ich an dem vorbei kann. Verdammt. Was auch immer Schattenbanner macht, aber ich finde es in Ordnung. Kleiner Eiskern. Ist klar. Ihr wollt doch absichtlich, dass ich hier irgendwie, keine Ahnung. Der noch weg. Ich weiß leider immer nicht, was seine Schwäche ist. Kaffee. Okay. Das geht jetzt Richtung Abend.
Gib das Passwort ein. Wir sind 8 Freunde. Jetzt sind wir nur noch 7. Zum Schluss werden wir noch 3 sein, weil wir ein Team sind. Das Passwort ist falsch. Ach, echt? Ich konnte nur nicht raus. Also ich konnte nicht abbrechen mit B oder so. Das ist halt... was mich gerade so ein bisschen geärgert hatte. Ja, moin. Lasst uns ein bisschen springen. Und hier abhauen. Tschüss. Ernsthaft? So. Ja, Türsperre eingeschaltet. Okay. Dann wieder zurück nach Hause, weil es ist nämlich schon spät. Jedenfalls habe ich meine Gruppe wieder. Das finde ich schon mal sehr gut. Sehr, sehr gut finde ich das. Dann hoffen wir mal, dass wir in der nächsten Folge Orikalkus haben. Super. Dunkelfutter wollte ich noch wegbringen. Normales Wasabi. Stimmt, das sind normale Sachen. Stimmt, das war mir gar nicht aufgefallen. Das war ja normal. Also, es stand hier normal. Wasabi. Und alles drum und dran. Also. Deswegen hat es auch andere Namen. Ergibt natürlich Sinn, ne? So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich denke mal, wir können nichts kochen. Sag ich doch. Bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.